Wenn du wissen möchtest, ja, wie du einen Heringschmaus vom Saibling machst, wie ich das da vorbereitet habe, 5 verschiedene Rezepte in einem Video, wenn du wissen willst, wie das geht, du brauchst in Zukunft nicht mehr wieder Maschen mit durch einen Meeresfisch essen, wenn du das nicht magst, okay? Kauf einen heimischen Saibling und mach das draus. Wenn dich interessiert, wie das geht, schau dir das Video auf jeden Fall bis zum Schluss an, würde mich wahnsinnig gefallen, okay? Let's go! Wichtig ist, dass du verstehst, dass diese Rezepte sind, die dich inspirieren sollen, eigene Wege zu gehen, okay? Das ist meine Version des Hering- bzw. Saiblingsschmauses, so wie ich das interpretiere und so wie ich das verstehe, okay? Einen wunderschönen guten Tag, Servus, habe ich die Ehre, grüß dich. Ich bin der Stefan Haas, ich bin der Dreihaubenkoch, komme aus dem extrem wunderschönen Ausseerland. Du musst unbedingt einmal vorbeischauen, du wirst es nicht bereuen, es wird dein Leben verändern, glaub mir's. Da, wo ich herkomme, kommt auch der Ausseer Saibling her und um den geht's halt. Nämlich bereiten wir gemeinsam einen Saiblingsschmaus zu. Es wird überall Heringsschmaus zubereitet, außer bei dir und bei mir. Wir machen das Ganze aus Süßwasserfischen, allen voran dem Saibling. Das Ganze beinhaltet sogar 5 verschiedene Rezepte, die ich dir jetzt alle der Reihe nach zeigen werde, dass du, wenn du das nachmachst, den super, super Saiblingsschmaus am Tisch stehen hast, ja, und den Salzwasserfisch, wenn er nicht direkt in deiner Umgebung ist, auch in Zukunft sogar vermeiden kannst, ja. Inspiriert ist das Ganze vom Heringsschmaus, ja, was ich jetzt draus mache und wie das ausschauen wird, zeige ich dir, wenn du das Video ganz anschaust, würde mir wahnsinnig gefallen. Und ich würde sagen, wir legen los. Und zwar machen wir ein Filet gebeizt in einer Salz-Zucker-Beize, ähnlich wie ein Lachs gebeizt wird. Dazu gibt es geräucherten Saibling. Das Ganze werden wir mit einer Honig-Senf-Soße vollenden. Dann machen wir Saiblingssalate, die den klassischen Matthies-Salaten entsprechen. Da machen wir einmal Saiblingssalat auf Hausfrauenart, einmal auf Curryart und einmal auf roter Rübenbasis. Dann machen wir aus den Karkassen, weil ich kaufe den Fisch im Ganzen, spiele gerade schnell die Bilder ein, wo ich ihn her habe, Fischerei aus Seerland bei uns, der Fischhändler meines Vertrauens. Du hast bestimmt auch einen Fischhändler deines Vertrauens in der Umgebung. Besuch den, kauf den besten Fisch, den er hat und mach die Rezepte einfach von dem Fisch dann. Und zwar eine eingemachte Fischsuppe mit Paprika und Tomate. Hervorragend, glaub mir's. Dann gibt es eine bisschen innovativere Idee. Ja, wir werden aus dem gebeizten Saibling Salatrouladen machen, ähnlich wie Maki-Rouladen. Das Ganze mit ein bisschen Wintergemüse. Ich habe dann Bierrettich und Gurke vorbereitet. Ein Häupelsalat. Das drehen wir dann zu so einer schönen Roulade ein. Das zeige ich dir, wie das geht. Wir machen gefüllte Eier. Ich liebe gefüllte Eier. Eier kochen, tot außer. Und dann mit Räuchersaibling und Cherie so einen Aufstrich machen, den wir dann wieder einspritzen und das Ganze dann am Tisch stehen. Ich liebe es, es ist einfach hervorragend. Ja, so schaut's aus. Ich habe den Fisch bereits gestern besorgt und filetiert, damit ich ihn über Nacht in die Beize einlegen kann. Ich komme später darauf zurück, keine Angst. Wie der Fisch filetiert wird, zeige ich dir auch jetzt schnell im Schnelldurchlauf im Hintergrund. Wenn du das Fischfiletieren nicht so drauf hast, ist das überhaupt kein Problem. Sagst deinem Fischhändler, bitte filetier mir den Fisch und der wird das wahrscheinlich machen, okay? Er sollte gleich die Bauchkräten rausnehmen, dir aber bitte die Karkassen, also den Knochen, der sich da innen befindet, mitgeben. Das braucht man für die Fischsuppen, okay? Ganz wichtig. Wir starten mit dem ersten Rezept und zwar ist das der gebeizte Saibling. Den werden wir in eine Salz-Zucker-Beize legen und das zeige ich dir jetzt, wie das geht. Aber bevor wir jetzt überhaupt was tun, gibt es um einen Kaffee. Ich mache das so oft, ja, ich glaube, also 10 Mal am Tag und es hört nicht auf, saugut zu schmecken. Das ist etwas, das ist mein totales Highlight meines Tages. Jeden Tag, seit Jahren, ja, Wahnsinn. Ich liebe Kaffee. So, let's go. Also diese gebeizten Rezepte funktionieren im Grunde alle gleich. Es ist kein Hexenwerk. Und ich würde mir wünschen, dass mehrere Menschen diesen Weg, den ich jetzt da gehe, auch gehe, dann müsste nicht jede Tankstelle dieses Planeten Räucher und Gravitlachs anbieten, okay? Leute, schaut da genau zu, weil ihr könnt euch das ganz leicht selber machen und wenn ihr bereit seid, 3 Scheiben Lachs für, was nicht, 4 Euro zu kaufen, was mittlerweile der Preis nämlich ist, dann gibt es zum Beispiel 15 Euro aus, kriegt ihr ein schönes Saiblingsfilet und ihr habt auch was am Teller, okay? Und zwar schau her, du gehst jetzt her, nimmst eine Pfanne, stößt es ohne Fett auf, ganz wichtig, ohne Fett, dann gehen wir da ein bisschen an Wacholder in die Pfanne und ein bisschen Fenchel in die Pfanne. Gewürze suchst du aus, was du magst, okay? Du kannst das komplett weglassen, weil die Hauptattraktion ist nämlich das Zucker und das Salz. Und zwar nimmst du da jetzt einfach eine Schüssel her und dann merkst du folgendes Grundrezept: ein Teil Zucker, ein Teil Salz und pro Zentimeter circa eine Stunde Beizzeit. Die Gewürze rösten in der Pfanne, die tust du dazu. Ich tue gern dazu die Schale einer Bio-Zitrone. Bitte nimm Bio-Zitronen, die sind nicht so wahnsinnig pestizidverseucht. Oder ich glaube gar nicht pestizidverseucht. Daher nur die Schale. So, dann habe ich da meine Saiblingsfilets. Die habe ich nicht gezupft, ganz wichtig. Die sind knüppelhart, ja. So, jetzt gehst du her, misch es durch, du nimmst einfach einen Löffel, nimmst da ein Gefäß her, tust ungefähr ein Drittel
der Beize ins Gefäß, wenn man das zumindest so ein Zentimeter ist. Und dann legst du den Fisch mit der Hautseite nach unten auf die Beize drauf. Okay? Ich lasse die Haut immer drauf, damit es von einer Seite ein bisschen geschützt ist. Das wird auch nachher ein bisschen schwierig, bitte verzeih mir das gerade. Schau, und jetzt bedeckt man das mit dem Rest der Beize einfach zu. Ist jetzt ein bisschen zu wenig, ich mache jetzt dann ein bisschen was nach. Schau her, schütt man da einfach noch mal einen Teil Zucker und einen Teil Salz zusammen, circa die Hälfte. Mischt das durch und verteilen wir das dann einmal drauf. Ungefähr das Gewicht des Fisches mal 2 ist die Menge an Salz, Zucker, die du brauchst. Das heißt, 1 Kilo Fisch, 2 Kilo Beize, heißt 1 Kilo Zucker, 1 Kilo Salz. Und dann kannst du Gewürze reingeben, was da lustig ist, was da taugt. Und je nachdem, welche Gewürze du drinnen hast, kannst du dem Ganzen einen Namen geben. Fertig. So, wir gehen gleich weiter mit der Honig-Senf-Soße. Das ist ein relativ unspektakuläres Rezept. Und zwar gehst du her, nimmst einen saugeilen Honig, den besten Honig, den du kriegen kannst. Seidengrashonig sogar. Es kann Waldhonig sein, es kann Blütenhonig sein. Das ist völlig wurscht. Dann nimmst du einen Löffel davon, tust ihn in eine kleine Tasse zum Beispiel. Dann nimmst bitte Dijon-Senf her. Wenn du keinen Dijon-Senf hast, dann lass die Sauce weg und mach ja nicht mit Estragon-Senf. Das wird nichts, okay? Da musst du ins Geschäft gehen und Dijon-Senf kaufen. Bei allem Ernst, wirklich. Mach das ja nicht mit Estragon-Senf. Das ist widerlich. Entschuldigung, hab mich wieder beruhigt. So, schau her, dann nimmst du gleich einen Teil an Estragon-Senf. Scherz. Und ich tue einen Löffel Joghurt dazu. Und das verrühren wir einfach. Das löst sich da jetzt auf. Das stelle ich einfach zum Fisch dazu. Und wenn der Fisch fertig ist, ist die Sauce auch fertig. Die kannst du im Grunde gleich verwenden. Ich lasse jetzt einfach noch ein bisschen stehen, damit sie durchziehen. Wenn du magst, kannst du sehr, 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 sehr gerne einen Dill reinschneiden. Das mache ich jetzt nicht. In Summe kommt sehr viel Dill heute vor. Lass ihn da weg. Wir schauen uns jetzt das nächste Rezept an, und zwar reden wir jetzt von einer eingemachten Fischsuppe. Ja, was der Unterschied ist zwischen eingemacht und nicht eingemacht, das zeige ich dir jetzt im Rezept. Nehmen die Fischkarkassen, die wir über haben, vom Filetieren, die du da vom Fischhändler bitte mitgenommen hast, ja, und die tust du in einen Topf und gibst es ins Ofenrohr und röstest es leicht, nicht zu dunkel, nur hellbraun, okay? Das hat den Vorteil, dass sich die Karkasse, ich zeig dir das, schau im Ofen, wie das ausschaut, du erhältst mehr Geschmack vom gerösteten Fisch, als wenn du diesen Schritt nicht gehst, ja? Das sind Nuancen, die es ausmachen. Röstaromen, wissen wir, sind wichtig, okay? So schaut der Fisch im Ofen jetzt gerade aus und jetzt nehme ich ihn raus. Diese Karkassen werden wir jetzt gleich zu einem Fond weiterverarbeiten. Was das ist, sage ich dir jetzt. Und zwar werden wir das mit Aromaten vermischen, nämlich Fenchel, Lorbeer, Wacholder, ein bisschen Paprikapulver. Ich gebe eins dazu, wenn du keins dazugeben möchtest, lass es weg. Du kannst an der Stelle auch zum Beispiel einen Safran dazu reingeben, dann kriegt es zwar eine andere Richtung, aber würde ebenfalls jetzt gut passen. Und Knoblauch. Jetzt gießen wir das Ganze auf, und zwar mit Wasser, und zwar bedeckt aufgießen, okay? Die Wassermenge entspricht ungefähr dem Gewicht des Fisches, ungefähr mal 2. Also das heißt, 1 Kilo Karkassen, 2 Liter Wasser. Dann kriegst du eine vernünftig schmeckende Brühe zusammen. Und der Schmäh dabei ist der, dass wir jetzt das Gemüse zubereiten. Und die Abschnitte, die uns entstehen, die geben wir weiterhin da dazu, damit das Ganze quasi als Suppe dann vollendet wird. In Wein lasse ich weg. Wenn der leichter ist, shit, 1/4 Liter Wein rein, löscht es ab. Da geht es speziell um die Säure in dem Ganzen. Ich säure das mit einem Saft einer Zitrone, hab die Säure dann auch und spare meinen Wein. Als Einlage habe ich mir gedacht, gibt es Tomaten, Paprika und Fenchel. Und zwar geben wir den Fenchel, den werden wir einfach regieren. Dann schneide ich diese holzigen Teile schneide ich ab. Ich schneide jetzt einfach zusammen. Den Strumpf hinten schneide ich auch schon raus. Schau, dann bleibt quasi nur das Hauptsegment drüber, das tue ich ein bisschen von den groben Schalen befreien, einfach weil ich es ein bisschen feiner lieber habe. Und das Ganze, was da jetzt schon mal ist, kannst du grob zusammenschneiden und schon mal in die Suppen geben, verstehst? An Tagen, wo du mehrere Gänge vielleicht vorbereitest oder größere Kochgeschichten machst, mach immer Suppen, im besten Fall eine klare oder eine leicht eingemachte Suppe, damit du ein bisschen so die Gemüsereste ebenfalls verwerten kannst. Ist eine super Möglichkeit, dem ganzen Abfallding ein bisschen entgegenzukommen. Und vor allem ist es Geschmack. Den Fenchel, das Innere, schneidest du einfach in Streifen. Dann haben wir noch Paprika. Die tust du sauber waschen. Die Haut lassen wir in dem Fall drauf. Dann schneiden wir da schon ganz eng den Kopf ab. Schneiden das Ganze dann in kleine Stücke. Du kannst, wenn du magst, die Haut abnehmen. Musst du aber nicht, speziell nicht, wenn es die Spitzpaprika sind. Die haben eher relativ dünne Haut. Und da lasse ich es selber auch gern drauf. Gell? So, die Segmente
Du hast richtig geraten. Kommen da gleich wieder, schau, in die Suppe. Das geht jetzt die ganze Zeit so dahin, also nicht wundern, wenn das die ganze Zeit auf und zu geht. Schau, dann schneide ich mir das ungefähr in die gleiche Größe, wie auch die Fenchelstreifen sind, einfach so schön nudelig. Und gebe es auch direkt da dazu. Es hört einfach nicht auf, saugut zu schmecken. Es ist ein Wahnsinn. Du kannst, wenn du magst, den Schaum abnehmen. Fachlich gesehen ist es korrekt, den Schaum regelmäßig zu degrassieren. Ja. Gras, Fett, Fett abschöpfen. Nachdem ich die Suppe einmache, ist es nicht zwingend notwendig. Das Fett ist ja Geschmacksträger. Und ich finde, der Saibling, der eh schon so einen zarten Geschmack hat, freut sich über jede Nuance, die er für sich behalten kann. Deswegen schöpfe ich da gar nicht zu viel Fett ab und mache das mit in die Suppen ein. Jetzt gehen wir noch zu den Tomaten. Die kannst du blanchieren, das heißt einfach im heißen Wasser kurz überkochen und die Haut abziehen. Ich zeig dir, was angeht. Du kannst das einfach halbieren, vierteln, Kerngehäuse raus, Kerngehäuse natürlich in die Suppe. Dann setzt du mit dem Messer vorne beim Spitz an, drückst die Klinge auf den Brettboden und schau, schneidest das Filet so raus. Kannst du auch machen. Dann hast du so Stücke. Die Haut geht in die Suppe wieder zurück. Ja, das ist ein bisschen eine Spielerei. Du kannst dahergehen, die Tomaten einfach in die heiße Suppe schmeißen. Das ist jetzt ein bisschen der unkonventionelle Weg, der sich aber auch anbietet, weil die Suppe da schon kocht. Du hast das raus, so, wasch das kalt ab, dass du die Finger nicht verbrennst. Dann nimmst du ein Messer und ziehst die Haut so, ob das funktioniert auch. Du musst entscheiden, was da lieber ist, gell? Das schaut echt extrem unschön aus, aber so ist halt einmal kochen. Es ist nicht immer nur Filetsteaks aufschneiden und Schäumchen und Häubchen überall draufsetzen, sondern da beginnt wahre Küche für mich. Ja? Also das hat den Übersexiness-Faktor, das Ganze für mich. Eine wichtige Zutat, die in die Suppe noch reingehört, die ist der Räuchersaibling. Wir werden da jetzt die Karkassen, also auch wieder die Fischknochen, in diese Suppe noch geben, weil dann haben wir gleichzeitig so ein leichtes Räucherspiel drinnen, das ist super. Wir werden den Fisch filetieren, aber es ist jetzt nicht das Thema, dass wir da die wunderschönsten Filets brauchen. Wenn du jetzt nicht so der geübte Räucherfischfiletierer bist, ist das kein Problem, weil die Filets werden dann zerzupft als Garnitur über den gebeizten Saibling noch gegeben. Okay, das gibt im nächsten Teil des Videos dann. Das heißt schon her, keine Angst, und zwar gehst her. Eingemachte Suppe bedeutet, dass man sie einmacht, ja, mit einer Einmach, da kommt es her, eine Einmach ist eine klassische Mehl-Butter-Schwitze oder Roux auf Französisch oder Einbrennen in Österreich. Dieses Verhältnis der Roux, das heißt Mehl-Butter, kommt immer darauf an, wie viel Liter Flüssigkeit du hast, deswegen habe ich mir da jetzt die Küche umgerannt, jetzt finde ich nichts mehr. Und zwar gehe ich her, messen wir jetzt ab, wie viel das ist, weil entsprechend der Menge Fond, jetzt ist es noch ein Fond und jetzt machen wir es zur Suppe, aber entsprechend der Menge weiß ich, wie viel Roux oder Einbrennen oder Mehlschwitzer ich brauche. Schau her, abseilen, die Geschichte ist sehr intensiv, aber noch ungesalzen, das ist auch vielleicht noch wichtig. Und was da unten rauskommt, das ist für mich pures Gold, weil da ist der ganze Geschmack drinnen, den die meisten Leute einfach im Mistkübel schmeißen, weil Biomüll oder woher immer. Da. So schaut pures Gold aus, ja. So haben wir da jetzt, wir haben genau einen Liter, perfekt. So, aber jetzt. Ein Liter lässt sich relativ leicht rechnen, weil du brauchst auf einen Liter, damit die Suppe schön gebunden ist, 20 Gramm Butter, 20 Gramm Mehl. Du siehst, das fällt ein bisschen auf dem Fond drauf. Und das in Verbindung mit der Butter ist einfach super. Jetzt, da ist ein Teelöffel Mehl drauf. Schau, dass du das auflöst.
Aber wie gesagt, schau, dass du keine Farbe nicht zusammenbringst, dass das nicht braun wird. Das würde die Suppe sonst unschön bräunen. Es braucht nur sie auflösen, so wie da. Schau, jetzt gehst du die Suppe nach und nach ein. Lösen wir es wieder ein bisschen auf. Ah, herrlich. Da schau, das ist Kochen. Da siehst du das. Eine einbrennen. Bist du deppert. Einmacht 2.0. Ich kann dir versprechen, dass das Weltklasse ist. Mach das unbedingt noch schwerer. Ah, ja. Dann lassen wir das jetzt mal aufkochen. Ich gebe jetzt dazu einen Spritzer Obers und ein bisschen Tomatensauce drüber dazu. Ich mag das einfach. So. Sparen. Wir lassen das jetzt einmal aufkochen. Also ich kann dir sagen, es ist ein Highlight. Es schmeckt jetzt schon so gut. Und jetzt, wie gesagt, das Gemüse dazu schaffen. Deckel drauf, auf Zeit stellen, fertig. Wenn du magst, kannst du da gerne eine Suppeneinlage noch reingeben. Grasnockerl würden sie eignen, Schöberl würden sie eignen, kleine Kaspersknödel würden sie eignen. Kein Problem, wenn du wissen möchtest, wie Grasnockerl funktionieren, schau da unbedingt mal ein Video in der Sexy Hausmannskost-Playlist. Ah, ich verlinke das dazu. Eine super Alternative oder eine super Ergänzung zur Einlage noch. Ich lasse das jetzt da stehen und das war's soweit. Das Gemüse, das drinnen ist, zieht man genau richtig durch. Fertig. Okay, wir gehen zum nächsten. Wir gehen weiter zum nächsten Rezept und zwar machen wir jetzt drei verschiedene Heringssalate vom Saibling, also drei verschiedene Saiblingssalate. Hausfranat, bitte verzeih mir diesen Ausdruck, der ist total furchtbar, ich finde den furchtbar, aber es gibt leider keinen anderen. Also Hausfranat, das zweite ist mit roter Rübe und der dritte ist ein tropischer mit Curry drin und Ananas, okay? Wir starten mit der roten Rübe, weil ich die ja natürlich zuerst kochen muss und wie das geht, sage ich dir jetzt. Adio, tu nicht mit Biomüll spielen. So, ich schneide es vorne und hinten ab. Und da ist mit dem Sparschäler schälen. Das ist ein unfassbar gutes Ding. Also extrem preiswert, das ganze Jahr über erhältlich und total interessant im Geschmack. Rote Rübe mit Zitrone, rote Rübe mit Balsamico, rote Rübe mit Himbeeren. Paris habe ich sogar schon mal Dessert gegessen mit roten Rüben und Himbeeren. Also total unterschätzt. So, schneiden wir es jetzt in Würfeln, in kleine Würfeln. Du kannst sie in gröbere Würfel schneiden. Du musst jetzt da nicht mit mir auf gleich ziehen. Schneiden wir da zuerst Scheiben, dann schneide ich mir Stifte, nicht zu viel auf einmal. Und dann schneide ich mir Würfel. Die haben so circa einen halben Zentimeter bei mir. Wenn es bei dir ein bisschen dicker sind, ist das völlig egal. Das Ganze kommt da jetzt in einen kleinen Topf. Reicht die eine Hälfte jetzt da dazu ein bisschen Salz, ein bisschen dunklen Essig, ein Balsamico-Essig, Spritzer Himbeeressig und Wasser. Dabei wir jetzt die Zutaten für die restlichen Salate vorbereiten, gart mir diese rote Rübe hier drinnen. Die Würfel brauchen eine Viertelstunde, dann sind die fertig. Du kannst sie gerne ein bisschen kernig lassen, bricht überhaupt nichts dagegen. Tipp an der Stelle, wenn das Brett so ist wie da, dann wasch es gleich ab. Dann schaut es nämlich wieder so aus. Ich sage das deswegen, weil ich schon so viele verschiedene Sachen gehört habe, von Backpulver und Zitrone und was weiß ich was. Das funktioniert wahrscheinlich eh alles, aber wenn du das gleich abwascht, dann wird es auch sauber, gell?
Die Zutaten, die ich für die drei Salate verwende, verlinke ich da unten im Rezept. Schau nach. Du findest übrigens das ganze Rezept für das, was ich heute koche, in der Beschreibung. Gell? Also nicht verzagen, aber nachschauen und mir schreiben, wenn du tragen musst. Ich habe die Zwiebel bzw. die Schalotten jetzt bei allen drei Salaten blanchiert bzw. einmal kurz mitgeröstet, weil ich das persönlich lieber mag, wenn es nicht so zwiebelig ist. Ja. Du kannst es besser lagern, die Salate, wenn die Zwiebeln blanchiert sind, dann wird es nicht so, so sauer, was die machen. Die roten Rüben waren da drinnen, das Kochwasser nicht wegklären, das reduzierst du jetzt ein auf den Sirup, das kommt dann zum Salat dazu, das sind meine roten Rüben. Und da hinten habe ich die Ananaswürfel, Schalotten, Knoblauch und ein bisschen Chili jetzt gerade mit Sesamöl. In der Pfanne, das schwitzt ja, weil ich der Meinung bin, die Ananas besteht ja aus sehr viel Wasser und das verwässert ja zum Schluss den Salat nicht so, wenn du sie vorher sozusagen ein bisschen trocknest. Ja. Und außerdem gewinnst du deutlich mehr an Geschmack der Ananas, wenn du die Flüssigkeit in der Ananas reduzierst. Verstehst? Gut, einmal, zweimal, dreimal. Sauerrahm ist meine Basis bei allen drei Rezepten. Zweimal ist Dill drin. Beim Curry-Salat kommt frischer Koriander rein. Und tue da jetzt ein Curry dazu. Schön Teelöffel. Kurz durchmischen. Curry mag es, wenn er geröstet oder zumindest angeschwitzt wird. Jetzt löscht es mit ein bisschen Zitronensaft ab. Curry mag Zitronensaft, Curry mag Säure. Eigentlich ist da dieses Gericht, ist ja jetzt der Saibling und den habe ich sauer eingelegt, ja, wie Matjes im Grunde auch sauer eingelegt ist. Mein Rezept dazu findest du ebenfalls unten in der Beschreibung. Es ist nichts anderes wie ein Pickelsud. Und zwar nimmst du Wasser, Essig und Salz her, verrührst es, gibst Honig dazu, du kannst da gern Zucker nehmen und dann tust Aromaten rein, die dir halt am besten gefallen. Ich habe bei mir ein paar Kräuterstängel, Senfkörner, Kümmel, ein bisschen Fenchel und Schalottenstreifen. Das Ganze zieht über Nacht, deswegen habe ich den Fisch gestern schon gemacht, verstehst du jetzt? Damit das über Nacht durchziehen kann. Und den Saibling tue ich jetzt außer, schneide in Würfeln und gebe ihn dann als Star in die Salate dazu. Bevor du das anrichst, bevor du das in Schüssel portionierst, du musst unbedingt noch einmal abschmecken. Es lässt ein bisschen Wasser, beziehungsweise die Kartoffel saugt ein bisschen Wasser. Du musst ein bisschen Öl einarbeiten, Salz, Pfeffer noch dazugeben, vielleicht einen Spritzer Tabasco oder Chili noch dazu. Je nachdem, was du lieber hast, Spritzer Säure noch dort. Ja, gell? Abschmecken und dann geht's weiter zum nächsten Rezept. Wir machen weiter mit dem Saibling. Schaust du, schaut das aus. Wenn du drauf druckst, merkst du, er ist fest, er hat eine Spannung. Kratzt jetzt ein kaltes Wasser auf, nimmst das Sieb daher und jetzt geht's einfach her und wascht ihn mit kaltem Wasser ab. Das, was da drinnen ist, das kommt. Weg. Jetzt ist auch der perfekte Zeitpunkt, um die Gräten zu ziehen. Sie gängen nämlich, wenn der Fisch gebeizt ist, einfach außer. Wenn du ihn so frisch gekriegt hast wie ich gestern, dann tust du relativ schwer, dass du das rausbringst. Deswegen, schau, mach das jetzt. Geht ganz leicht. Schau, siehst du das? Die Haut ziehst mit einem langen, dünnen Messer ab. Das passt jetzt genau. Und man sieht jetzt, der Fisch ist fest, er ist gebeizt, er ist fast gegart, aber jetzt nicht tot, okay? Also das ist genau das, was wir wollen. Jetzt gehe ich her, nehme mir da ein zweites Brettl und lege mir auf. Warum das so ist, sage ich dir gleich, okay? Du nimmst dann die Schausenf, einen Pinsel und streichst das mit Senf ein, das Filet. Und das zweite auch. Und Dill, den zupfen wir jetzt ab, da schaust, dass du keine Stängel dabei hast. Richtig gesehen, schwarzer Pfeffer. Ich liebe schwarzen Pfeffer am Fisch. Ich weiß, die meisten werden jetzt sagen, Hilfe, da gehört weißer Pfeffer auf. Ich hasse weißen Pfeffer. Ich mag schwarzen Pfeffer da drauf. Wenn du weißen Pfeffer drauf tust, mach. Ich kann mit dem sehr gut leben. Und jetzt, ja, jetzt haben wir den Dill da drauf. Und verteilen das da. Okay, du kannst das ruhig ein bisschen andrucken.
Und so stelle ich das jetzt nur mal kalt. Wenn du den Fisch vorbereitet hast, lass dann einen Brettl drauf. Das ist super. Du kannst das so kalt stellen und wenn du dann magst, schneidest du dann ab. Du musst nicht jetzt mal ein neues Brettl anputzen. Das ist voll praktisch, glaube ich. Du hast gesehen, ja, es ist ein bisschen Arbeit. Du musst schon ein bisschen was tun, ich bin bei dir. Du kannst aber hergehen und einfach nur die Filets, die ausgelösten oder filetierten Filets nehmen, ja, und die so zubereiten, wie ich das jetzt gemacht habe. Und du kriegst für das Geld, wie was du in der Vergangenheit Reicherlachs da gekauft hast, hoffentlich nicht auf der Tankstelle, richtig gute Qualität, vorausgesetzt der Fisch entspricht richtig guter Qualität, okay? Mach das in Zukunft, probier es aus, gib mir Feedback, würde mich wahnsinnig freuen. Wir machen weiter. Ich mache jetzt noch eine schnelle Salatroulade. Und zwar nehme ich da einen Bierrettich, Gurke her, und Sparschäler. Und dann schön diese Hobel, die ich da habe. Ja, ich bin gelernter Tischler, deswegen ist das bei mir ein Hobel. Also ich bin auch gelernter Tischler. Schaut, das schäle ich mir da jetzt einfach in ein Plastikgefäß. So lang, bis ich aufs Kerngehäuse komme. Das Kerngehäuse, jetzt drehe ich es und mache das von der anderen Seite. Das kaltst du auf, gell? Das brauchst du aber nicht heute. Dann nimmst du den Bierrettich her, tust ihn waschen, legst ihn aufs Brädel, tust ihn halbieren, also, dass er da reingeht. Fingerschutz. Und die Teile da, da wir zur Gurken dazu. Jetzt nehme ich ein bisschen einen Kinderkohlsalat her, schneide mir die Blätter ab. Das ist ein Heipelsalat. Salz, Gurkenessig, Olivenöl, Pfeffer. Durchmischen, gut durchmischen ist wichtig. Im Grunde ist das nichts anderes als wie ein gemischter Salat, den ich da gerade mache. Hat das jetzt gleich einen Wow-Effekt. Bei mir hat es jetzt schon einen Wow-Effekt. Lassen wir das jetzt 2 Stunden so stehen und machen dabei mit Fisch weiter. Kosten ist ganz wichtig. Ich weiß gar nicht, wann ich die letzten gefüllten Eier gegessen habe. Und jetzt wollte ich es probieren, warum eigentlich so lange war. So schaut das aus. Dafür habe ich Eier gekocht, halbiert, das Butter rausgegeben, durch ein Sieb gestrichen, zusammen mit 2 Esslöffeln Chardonnay, glatt gerührt, dann habe ich einen Löffel Tomatenpesto dazu, eine da geräuchertes Saiblingsfilet von vorher, das ist jetzt eben die Bruchstücke zusammengekocht, das Ganze durchgemischt mit Salz, Pfeffer, Worcester Sauce abgeschmeckt und das Ganze kommt jetzt in einen Spritzer. So, du hast gesehen, wir haben jetzt fast fertig angerichtet. Die Rouladen sind aufgeschnitten. Ich habe jetzt einmal den Essigsud vom Saibling dazu gegossen, ein bisschen Kräuteröl dazu gegeben. Beim zweiten habe ich einfach eine pikante Tomatensauce mit ein bisschen Essig, Öl, Salz, Pfeffer abgeschmeckt und am Tellerboden gegeben. Die gefüllten Eier mit Saiblingsverhocker drin, da ist ein bisschen Kaviar drauf und ein frischer Dill. Das ist eh soweit fertig. Und die 3 Salate stehen, schau, die stehen da hinten noch. Einmal Curry mit Koriander für Salis und dann so eine Ananasblattl, das schaut nett aus. Der zweite ist der rote Rübensalat, da ist ein bisschen frischer Creme drauf und eine Radieschenkresse. Und am dritten, bei der Hausfrau Nato, habe ich frische Radieschen und ein wenig Dill drauf da. Wir werden jetzt essen, ich stelle das Ganze jetzt zu Tisch. Ich sage danke fürs Zuschauen. Die Rezepte findest du unten in der Beschreibung. Wenn du irgendwelche Fragen hast, ja, dann schreib mal. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn du das nachguckst. Würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du das nicht schon gemacht hast. Schönen Aschermittwoch wünsche ich dir. Danke fürs Dabeisein. Habe die Ehre. Servus. Ciao.